Schweizer Familie präsentiert Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. UPK Basel, universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Viogy, mehr als Labormedizin. Hier hinter mir sehen Sie Bakterien, die wir im Darm haben. Jetzt denken Sie vielleicht, oh je, das ist ein Problem. Nein, ganz im Gegenteil. So Bakterien spielen eine Rolle bei Krebs. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Haben Sie schon einmal von Immuntherapien gehört? Die Krebstherapien helfen bei gewissen Patienten sehr gut und bei anderen funktionieren sie überhaupt nicht. Und das könnte mit der Darmflora zu tun haben. Die Forscher von der Universität Zürich versuchen jetzt herauszufinden, was genau abläuft. René Gremminger kommt regelmäßig zur Nachkontrolle. Er hatte Dickdarmkrebs. Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. Das ist 3 Jahre her. Der Tumor ist weg, aber der Darm erholt sich nur langsam. Ja, einfach, der Darm ist sehr anfällig. Nach der Chemo und vor allem nach der Bestrahlung ist es nicht so einfach, dass der Darm wieder normal arbeitet. Darum macht René Gremminger bei einer klinischen Studie mit. Er nimmt sogenannte Probiotika ein, um die Darmflora zu unterstützen. Wir wollen herausfinden, ob die Probiotika, also Bakterien, die man durch den Mund aufnimmt, in der Lage sind, zum einen die Zusammensetzung des Darmmikrobioms, also die Zusammensetzung der Bakterien, die uns im Darm leben, verändern können. Und im zweiten Schritt wollen wir untersuchen, ob wir in der Lage sind, wenn wir Bakterien durch den Mund aufnehmen, die gesamte Immunsystem im Körper, also auch im Blut, verändern können. Merken Sie dann schon Veränderungen? Merken Sie, dass die Probiotika etwas machen bei Ihnen? Ja, ich habe das Gefühl, dass es besser ist, dass die Darmtätigkeit besser ist, dass ich weniger anfällig bin auf was ich esse oder was ich trinke. Das Mikrobiom hat eine Schutzfunktion, zum Beispiel vor Krankheitserregern. Es ist ein eigener Kosmos aus tausenden verschiedenen Mikroorganismen. 95% davon leben im Darm. Sie beeinflussen viele Prozesse im Körper, auch das Immunsystem. Das menschliche Mikrobiom ist unheimlich komplex. Es ist letztlich für jeden Menschen typisch. Es ist so individuell wie der Fingerabdruck. Es ist Freund und Feind. Es hat Einfluss auf die Entstehung von Krebs und auf die Wirksamkeit von Therapien. Beim Melanom, dem schwarzen Hautkrebs zum Beispiel. Hier wird auch die Krebsimmuntherapie eingesetzt. Sie bringt das Immunsystem dazu, dass es aggressiver gegen die Tumorzellen vorgeht. Bei manchen wirkt die Immuntherapie sehr gut, bei anderen nicht. Und das hängt offenbar mit dem Mikrobiom der Patienten zusammen. Aber welche Bakterien sind verantwortlich? Um das herauszufinden, haben die Ärzte den Stuhl von Patienten, bei denen die Immuntherapie erfolgreich war, auf Patienten übertragen, die nicht gut darauf ansprechen. Mit Erfolg. Also wenn man den Stuhl von einem Menschen, der zum Beispiel hervorragend auf Krebsimmuntherapien bei Melanom angesprochen hat, einem Patienten transplantiert oder übergibt, der bisher nicht auf Krebsimmuntherapien angesprochen hat, diesen Nichtansprecher zum Ansprechen bringen kann. Die Idee davon ist, dass man die Wirksamkeit der Immuntherapien verbessert. Das Forschungsteam um Michael Scharl hat noch mehr entdeckt. Bei Patienten mit Dickdarmkrebs ist ihnen aufgefallen, dass bestimmte Bakterien im Darm verschwunden sind. Offenbar genau jene, die Darmkrebs bremsen können. Jetzt ist es ihnen gelungen, diese Bakterien zu isolieren und ihre Wirkung auf Krebs zu testen. Diese Bakterien haben wir Mäusen oral verabreicht und haben in verschiedensten Mausmodellen herausgefunden, dass genau die Bakterien, die den Dickdarmkrebspatienten im Darm am meisten fehlen, in der Lage sind, den Krebs zu behandeln. Was passiert, wenn man Menschen diese Bakterien mit der Antitumorwirkung zuführt? Daran wird jetzt geforscht.
Aus den Erkenntnissen soll eine neue Krebstherapie entstehen, mit weniger Nebenwirkungen. Wir haben bewiesen, dass es bei Darmkrebs, bei Lungenkrebs, Brustkrebs und Melanom wirksam ist. Das ist großartig. Und wir hoffen, dass in 2 Jahren die klinischen Versuche genauso großartig sind. Wir bleiben bei Krebs. Krebs ist immer ein Schock und es belastet den Körper und auch die Psyche. Viele Patienten fallen nach der Therapie in ein Loch und dort müssen wir wieder rauskommen. Und da hilft die sogenannte Onkorehabilitation. Mirjam Pfeiffer kennt das. Sie hat vor einem Jahr Darmkrebs gekriegt, hat dann verschiedene Therapien machen müssen und macht jetzt eine stationäre Rehabilitation in Chur. Mirjam Pfeiffer hat eine Leidenschaft, es sind Enten und Zwergseidenhühner. Heute füttern sie ihre Tiere zusammen mit ihrem ersten und bis jetzt einzigen Grosskind, Lionel. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Das ist wirklich ein Riesenglück, das wir im Frühling hier erhalten konnten mit dem Lionel. Er kommt mich fast alle Tage besuchen. Es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Beziehung mit ihm. Bevor Lionel im vergangenen Frühling auf die Welt kam, musste Mirjam Pfeiffer einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ende 2022 wurde bei ihr während einer routinemäßigen Darmspiegelung Darmkrebs entdeckt. Ich bin zuerst verschrocken, weil ich bin auf das gar nicht vorbereitet gsi. Ich habe vorher auch nichts gemerkt. Es war eigentlich eine Vorsorgeuntersuchung und dementsprechend war dann der Schock gross gsi. Ungewissheit und Angst verstärken sich, da der Tumor bereits Metastasen in anderen Organen gebildet hatte. Nach Chemotherapien und der Entfernung des Primärtumors im Dickdarm beginnt Mirjam Pfeiffer eine ambulante onkologische Rehabilitation im Reha-Zentrum Chur der Kliniken Valenz. Also ich bin noch immer noch in Behandlung, allerdings jetzt einmal in der Woche Physiotherapie. Vorher ist es 3-mal in der Woche gsi, weil der Aufbau einfach wirklich nötig gsi ist. Und das ist jetzt irgendwie, wie hat sich das jetzt bessert und darum reicht es 1-mal in der Woche. In der Tiefe merke ich es einmal noch ein bisschen, dass es noch so ein bisschen Verhärtungen hat. Im Kreuz und dem Bereich? Ja, genau, im Nabel. Zunächst behandelt Physiotherapeut André Stringe die Narbe an der Stelle, wo der ursprüngliche Tumor herausoperiert wurde. Bei so einer Operation gibt es praktisch wie wieder neues Gewebe. Dieses Gewebe muss ich mit der Zeit auch ausrichten, damit es eben keine Verklebungen gibt oder sonstige Komplikationen. Und sobald das Narbengewebe belastungsfähig ist, fangen wir an mit Techniken, um die Narbe erstmal zu mobilisieren, nachher zu lösen und eben belastungsfähig zu machen, dass eben nachher auch die Muskulatur drunter und auch die anderen Gewebeschichten gut miteinander agieren können. Am Anfang war es schon unangenehm. Man hat halt auch ein bisschen Angst, dass es weh tut. Aber je mehr dass man den eben dran massiert und das löst, desto besser wird es dann mit der Zeit. Und jetzt spüre ich es nicht mehr. Wir versuchen, die Hautschichten wie so ein klein bisschen voneinander zu separieren, dass sich halt mögliche Verklebungen dann auch auflösen. Was man nicht vergessen darf, dass halt gerade auch im Innenraum vom Bauch dann halt genäht wird und die Nähte sich auflösen müssen. Und alles in diesen Bereichen vor allen Dingen gibt es sehr häufig Verklebungen. Und das ist wichtig, dass man die Narbe von Anfang an eigentlich mitbehandelt. Es ist halt ein Vakuum drauf und dann zieht die Haut halt rein. Und ich habe jetzt einfach im Oberbauch habe ich noch ein bisschen etwas gemerkt, aber im unteren Bereich schon nicht mehr. Wegen des Eingriffs am Bauch müssen jetzt sowohl der Rumpf als auch die Bauchmuskulatur stabilisiert und gestärkt werden. Ich gebe dir da unten ein bisschen Hilfestellung. Versuche das obere Bein mit abzuheben. Noch ein klein bisschen nach vorn mit dem Becken. Genau. Und dort halten. Das sind hauptsächlich Übungen, die man mit einem großen Ball macht, mit einem Therapieball. Was uns so ein bisschen hilft, auch so ein bisschen die Challenge zu suchen mit einem Patienten, Motivation zu suchen, aber auch ein bisschen Spaß zu suchen bei der Übung. Das Schwierigste ist eigentlich nachher, sich zu drehen auf dem Ball und dann einfach ruhig bleiben.
und dann langsam wieder in die Normalpositionen zurück. Eine weitere Herausforderung ist das hochintensive Intervalltraining auf dem Velo. Innerhalb einer kurzen Trainingssequenz wird der Körper an die Leistungsgrenze gebracht. Das macht das Ganze etwas ökonomischer. Und gerade bei onkologischen Patienten, wo eine Fatigue- oder eine Ermüdungssymptomatik mit dabei ist, macht es das Ganze effizienter. Am Anfang war es wirklich sehr schwierig für mich, einfach um den Puls irgendwie auch in den Griff zu kriegen. Und jetzt merke ich einfach den Intervall, wenn es einfach von leicht auf schwer geht. Das merke ich noch so ein bisschen. Wir nutzen das vor allen Dingen bei unseren onkologischen Patienten, um sie von der pulmonalen und kardialen Belastbarkeit wieder nach oben zu bringen. Das heißt, dass Schnaufen und das Herz eigentlich belastbarer werden. Und bei der Miriam war das so gewesen, dass sie am Anfang sehr schnell einen sehr hohen Puls hatte bei der geringsten Belastung. Und dass wir es geschafft haben, die Belastung so eigentlich nach und nach eigentlich aufzubauen. Der heutige Abschluss der Therapie ist dafür entspannter. Nordic Walking, eine Kombination aus Konditions- und Ausdauertraining in freier Natur. Hoffentlich bin ich richtig im Rhythmus. Doch, das bin ich. Ja, passt sehr gut. Wir geben auch gerne unseren Patienten den Auftrag, sich neben den Therapien außen zu bewegen, frische Luft zu tanken, vielleicht in den Wald zu gehen. Man weiß, dass das positive Einflüsse hat auf Krebserkrankungen. Und natürlich hilft es auch so in Richtung Psychohygiene. Das heißt, dass man mal Zeit hat, miteinander zu reden, vielleicht einige Sorgen loszuwerden, Hilfestellungen zu geben für den Alltag. Die Reha-Therapie hat am Anfang mir sehr geholfen, Muskulatur wieder aufzubauen, einfach das Körperliche wieder in Stand zu bringen. Aber auch auf der psychischen Ebene hat es mir geholfen, eine Struktur im Alltag zu geben. Es hat mir wieder Freude gemacht, einfach auch wieder ein bisschen am Leben teilzunehmen. Und ich bin immer gern in die Therapie kommen, ob es jetzt drinnen war oder draußen, zu Wolken. Das war alles eigentlich wunderbar für mich. Das hat mir richtig gut getan und tut mir immer noch gut. Frau Pfeiffer, wie geht es Ihnen heute? Es geht mir gut. Mhm. Ich bin zufrieden, so wie es ist. Ich bin immer noch in Therapie, das schon. Aber es geht mir gut. Aber sind Sie noch reduziert oder sind Sie wieder wie vorher? Nein, ich bin von der Muskulatur her, vom Körperlichen her, bin ich wieder wie vorher. Mhm. Ja, mhm. Ein bisschen müde bin ich zwischendurch, aber sonst. Aber es geht. Ja. Bei uns ist auch der Spezialist, der Professor Stefan Bachmann. Was macht Krebs mit dem Körper und der Psyche? Ja, es sind zwei Sachen. Auf der einen Seite ist es so, wenn der Krebs losgeht, dann wächst ja das anfühlsweise bösartige, falsche Gewebe, gesundes Gewebe, zerstört das Gewebe, je nachdem, wo es ist, drückt auf Nerven, macht weh. Der Körper probiert, das Gewebe loszuwerden, fährt das Immunsystem auf. Es gibt eine Immunreaktion, es werden Entzündungseiweisse ausgeschüttet, wo man nachher probiert, über die körpereigene Abwehr die Krebszellen loszuwerden. Das führt nachher zu einem chronischen Entzündungszustand, ähnlich wie bei der rheumatoiden Arthritis, bei einer MS oder bei anderen chronischen entzündlichen Krankheiten. Das führt zu einer Müde. Dann kommt natürlich der Nebenkrebs alleine, nachher eine Therapie dazu, die belastet. Und schlussendlich gibt es einen Teufelskreis, von auf der einen Seite wird die müde, die wird schwach, ich mag nicht mehr, die Seele fängt an zu leiden. Wie es Frau Pfeiffer am Schluss gesagt hat, ich mag gar nichts mehr machen. Berndeutsch gesagt, schießt mich alles an. Und von dort her haben wir nachher wirklich eine Negativspirale auf der körperlichen, wie nachher schlussendlich auch auf der seelischen Seite. Wenn es ganz schlimm wird, haben wir natürlich auf der einen Seite einen chronischen Schmerzzustand, auf der anderen Seite eine depressive Störung. Mhm. Und das versucht man mit der Onkorehabilitation wieder herzustellen. Aber es gibt ja auch ganz viele verschiedene Krebsarten und es gibt verschiedene Menschen und jeder reagiert dann auch ein bisschen anders. Ist denn die Rehabilitation auch sehr spezifisch auf den Patienten zugeschnitten? Die muss sein. Es ist ganz klar, dass wir natürlich unterschiedliche Ansprüche von den einzelnen Personen haben. Nicht jede Person hat das gleiche Ziel oder möchte das gleiche erreichen. Also werden wir schon mal unsere Rehabilitationsmassnahmen zielgerichtet auf die Bedürfnisse der betroffenen Personen ausrichten. Mhm. Es ist aber so, dass eigentlich unabhängig vom Krebs wir wissen, aufgrund von wissenschaftlichen Arbeiten, dass körperliche Bewegung, Sport,
schon sehr viel hilft. Wie wir es jetzt im Beitrag auch gesagt haben, oder gesehen haben, wir haben mit der sportlichen Aktivität die Möglichkeit, Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit zu verbessern, Grundkondition wieder aufzubauen, was natürlich eine Voraussetzung ist, dann auch ausser Haus irgendwelche Aktivitäten körperlich überhaupt mögen zu machen. Mhm. Und weil eben der Krebs eine chronisch konsumierende Krankheit ist, verlieren Patienten sehr schnell Kraft. Und so machen wir eigentlich auch ein Kraftaufbautraining. Das ist eigentlich so der Basis der rehabilitativen Massnahmen. Mhm. Und dann eben je nachdem, was die Personen brauchen, wenn die Müdigkeit im Vordergrund steht, wenn sie nicht mehr wissen, wie der Tag strukturieren soll, dann gehen wir natürlich mit spezifischen Ergotherapie-Massnahmen auf diese spezifischen Probleme ein. Es leidet sehr relevant mit. Können wir natürlich psycho-onkologische Unterstützungen, Gruppentherapien, Einzugsgespräche, kommen dann alles dazu. Das ist eine richtige massgeschneiderte Therapie. Haben Sie denn rasch auch eine Besserung gespürt oder haben Sie da lange warten? Nein, ich habe rasch eine Besserung gespürt. Ich war natürlich auch tief unten nach dieser grossen Operation. Aber ja, ich habe dann wirklich gemerkt, von Woche zu Woche, tatsächlich ist es aufwärts gegangen. Jetzt sollte man natürlich mit diesen ganzen Massnahmen auch weitermachen, auch daheim. Das ist nicht ganz einfach. Ja. Frau Pfeiffer, geht das? Es geht, aber man muss schon diszipliniert sein. Und immer fällt es mir also schon auch nicht leicht. Ja. Aber ich merke es dann einfach. Ich merke es, ob ich es dann wirklich mache oder halt nicht. Vor allem Bewegung wahrscheinlich. Bewegung, oder? Bewegung ist wahrscheinlich das beste Medikament, das wir grundsätzlich haben. Es hilft einfach, es hilft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Aber das allein reicht ja auch nicht. Etwas, was häufig ist, ist die Fatigue. Kriegt man das wieder los? Das wird man los, ja. Es ist einfach so, die Fatigue, die die Krebsbetroffenen haben, aber eben nicht nur die Krebsbetroffenen, sondern auch die Patientinnen und Patienten mit einer chronisch entzündlichen Erkrankung, das ist ausgelöst durch eine Entzündungseiweiß. Die Entzündungseiweiß führen zu einer Störung im Kopf und im Hirn und machen dort quasi so eine Enzephalomyelitis, wie man das so schön sagt. Und die Neurogene... Also auch wieder eine Entzündung im Hirn? Es gibt eigentlich eine Entzündung im Hirn, richtig. Mhm. Und diese Phänomene können wir mit dem Medikament schlecht behandeln. Also dort spricht ein Medikament oder die medikamentöse Therapie hilft dort nicht viel. Was wir aber wissen, ist, dass wir über körperliche Bewegung durch das Brauchen des Organismus, durch den Sport, wir den Organismus und das Immunsystem dazu bringen, sogenannte anti-entzündliche Eiweiße zu produzieren, die quasi Gegenspieler sind von diesen Eiweißen, die Müdigkeit auslösen. Das heisst, wenn jetzt jemand wirklich den Schritt machen kann in ein regelmässiges Training und das auch macht, insbesondere eben ein Ausdauerleistungstraining und ein Krafttraining, dann hilft das wirklich wissenschaftlich gut fundiert gegen die Müdigkeit. Mhm. Und das ist jetzt etwas, was ich in der Sprechstunde immer wieder höre, ich habe es von der Frau Pfeiffer gehört, ich habe es von anderen Betroffenen gehört. Durch das regelmässige Training sagen viele nach 6-8 Wochen, meine mühsame Müdigkeit ist relevant zurückgegangen. Ich mache wieder, ich muss nicht mehr ablegen, ich pfuse nicht mehr über den Tag, ich kann am Abend noch etwas machen, ich mache das und habe wieder einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Die Frage ist einfach, wie viel Bewegung braucht es, damit man das erreicht? Das ist das viel oder was braucht es? Ja, im Prinzip eben nicht viel. Wenn wir die BAG-Richtlinie würden adaptieren und sagen, etwa 2 Stunden pro Woche, hätten wir schon eine relativ grosse therapeutische Intensität drin, die schon länger würde, um gegen die Müdigkeit zu arbeiten. Das ist natürlich schon so, wenn wir am Anfang noch die ganz anderen körperlichen Phänomene brauchen, dann brauche ich ein bisschen mehr Therapieintensität als jetzt 2 Stunden pro Woche. Oder? Ja. Aber rein von dem her gesehen würde es länger, wenn ich mich so würde bewegen würde, eine halbe Stunde am Tag ein bisschen laufen und ich komme auf die 2,5 Stunden, die ich brauche pro Woche. Ja. Und die Psyche leidet natürlich auch sehr. Was hat Ihnen da am meisten geholfen? Also ich habe einfach von Anfang an für mich so gedacht, ich gebe jetzt dieser Krankheit einfach nicht zu viel Raum. Die gehört jetzt zu mir, es ist meine Diagnose, aber mein Leben besteht nicht nur aus dieser Diagnose. Und geholfen hat mir wirklich, das muss ich sagen, wirklich die Reha. Wo ich einfach im Physio haben können, die 3-mal in der Woche, das hat mir eben eine Struktur gegeben. Ich musste aufmüssen, wir müssen parat machen, müssen dort hergehen. Und es sind aufgestellte Leute gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, sie helfen mir wieder einfach zurück zum gewohnten Leben. Und das hat einfach bei der Psyche gerade so einen Schritt gemacht. Mhm. Das hat mir wirklich geholfen. Bei Krebstherapie gibt es aber auch immer wieder negative Events oder negative Erfahrungen, zum Beispiel wenn Metastasen kommen. Soll man dann eine Rehabilitation weiterführen? Sicher, ja. Und einfach ein bisschen darauf ab, wenn jetzt natürlich der Primärtumor mal bekämpft ist, es geht ob sie, dann kommt eine Metastasierung, kommt es immer darauf ab, was passiert nachher in der
krebsspezifische Therapie. Oder? Wenn natürlich wieder eine Chemotherapie kommt, dann kann es schon sein, dass vorübergehend wir die rehabilitativen Leistungen ein bisschen müssen zurückfahren müssen, weil Chemotherapie solches natürlich auch schlucht. Und dann kann ich nicht noch ein volles Trainingsprogramm drauf tun. Yeah. Aber es ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man in diesen Phasen schaut, mit den Betroffenen zusammen, dass sie aktiv bleiben können, dass sie doch in einem Ausmaß, wo möglich ist, das Kraft-Ausdauer-Training weiterführen können, eben, dass sie ein Walking machen, dann halt vielleicht statt 45 Minuten zügig laufen, 20 Minuten laufen. Das reicht dann, aber nicht aufhören. Nicht aufhören, einfach immer dranbleiben, jeden Tag, lieber wenig, aber regelmäßig. Wenn Sie jetzt anderen Menschen etwas mit auf den Weg geben aus Ihrer Erfahrung, was wäre das? Es ist wirklich ganz wichtig, dass man sich selber einfach einen Schubs gibt. Auch wenn man wirklich die Müdigkeit spürt. Es ist ja dann gerade schwierig, um dann wirklich zu denken, das hilft jetzt, Sport machen. Weil das ist ja dann so nicht wirklich das, was man in dem Moment gerade möchte. Ja, ja. Aber das ist es wirklich wert. Ja. Um einfach selber motiviert und zu sagen, mal, jetzt gehe ich, wie gesagt, 20 Minuten, eine halbe Stunde laufen, gehen Velo fahren. Und man ist nachher einfach wieder frisch und fit. Ja, jetzt vielleicht noch zum Schluss. Es gibt auch viele Patienten, die haben noch Nebenwirkungen von diesen verschiedenen Therapien. Zum Beispiel trockene Schleimhaut, Aften im Maul oder Empfindungsstörungen. Mhm. Gibt es da Sachen, die helfen? Da kann man sicher mit medikamentösen Massnahmen diesen Patientinnen und Patienten helfen und Unterstützung geben. Also ich meine, ein trockenes Maul, immer wieder auftretende offene Stellen im Maul. Da gibt es auch einfache Sachen, wie befeuchtende Massnahmen können machen. Wir können auch, wenn die Stellen gross sind, die Schleimhautveränderungen stark vorhanden sind, stören, mit desinfizierenden Massnahmen unterstützen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass man das eben mit ins Therapiekonzept integriert, weil das kann natürlich auch stören. Wenn ich natürlich ein trockenes Maul habe, ich soll Sport treiben, ich schnaufe durch das trockene Maul durch, dann wird es noch mühsamer. Oder? Also macht es einfach auch Sinn, dass man das mitnimmt. Und eben eine onkologische Rehabilitation ist nicht nur das spezifische Krebs bezogen. Und das ist ja das Wesen von der Rehabilitationsmedizin generell, dass man den ganzen Menschen in seiner Komplexität und Ganzheit unterstützen will. Und dann gehören auch so kleine Sachen, wie eben eine Mundtrockenheit ein bisschen verbessern, gehört halt auch in das Konzept und in Therapie eichen und muss auch angegangen werden. Mhm. Dankeschön vielmals, Herr Bachmann, und herzlichen Dank und weiterhin alles Gute. Danke vielmals. Danke. Und wenn Sie noch mehr wollen wissen über Onkorehabilitation, dann schauen Sie in die Schweizer Familie, dort gibt es einen interessanten Artikel dazu. Und wir sind am Ende von der Sendung. Schön, sind Sie dabei gewesen. Ade miteinander. Soll man Cholesterinsenker nehmen, wenn man ein hohes Cholesterin hat? Und wir stellen Ihnen eine spezielle Therapie vor gegen Zwangsstörungen. Mehr dazu nächste Woche. Schweizer Familie präsentierte Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balgrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Clarunis, Universitäres Bauchzentrum Basel, Exzellenz in Klinik und Forschung. Interpharma, wir forschen weiter. UPK Basel. Universitäre Spitzenmedizin in privater Atmosphäre. Und Viogi, mehr als Labormedizin.